So, willkommen zurück zu Doom Eternal. Na komm, thanks. So. Let's play the shit. Soll ich die Kamera wieder hochdrehen? Okay. Lord Game. Dann bin ich ja mal gespannt, was das mit Level wird. Wir stehen auf jeden Fall auf dem Flur. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, ein echtes Pferd auf dem Flur. Mal rüberlaufen. So ein Weißer. Schon geil aus dem Level. Kann man echt nichts anderes sagen. Klang gerade wie als wenn es hinter mir gewesen wäre. Na gut. Mal so schlecht. Für den Anfang. Wir haben aber gerade mal ein Achtel aller Gegner. Oh Gott, das kann wieder ein langes Level werden. Hä? Gott. Alter, einfach mal vier Treppen? Was will ich denn einfach mal immer nur rum?
Ich glaube, das war gerade eine Falle. Hä? Ah! Oder auch nicht? Oh, das ist geil. Das hier ist ein Effekt. Ich weiß gar nicht. Doch, Doom Eternal ist ja Vanilla-kompatibel. Das hier ist ein Effekt, der ist geil. Normalerweise kann man ja bei Doom. Gibt es ja keine. Da gibt es ja nur. Also eine Decke, ein Boden, Wände, das war's. Das heißt also, sowas, dass man hier in den Boden untertauchen kann. Geht eigentlich gar nicht, weil dazu bräuchtest du ja zwei Ebenen. Einmal die Wasserebene und den eigentlichen Boden. Und ja, wie gesagt, das ist so nicht möglich. Es ist aber mittels Trick, ja, wie soll man sagen, es gibt halt einen Trick, mit dem man das praktisch realisieren kann, mit der man die Engine quasi zwingen kann, das so zu rendern. Könnte ich beschreiben, es ist aber ein bisschen kompliziert, weil dann muss ich erstmal die Rendering Pipeline erklären. Also nicht die Rendering Pipeline, aber wie halt die Engine das rendert. Na komm her. Auf jeden Fall ist das hier halt geile Sache. Oh, da kommt wieder schon wieder Freund und Helfer. Wow. Ja? Oh, das ist super. Ah, okay. Hier siehst du. So sieht es nämlich aus. Unter Wasser. Ich kann es ja mal ganz kurz versuchen zu erklären. Also folgendes. Man hat hier eine ganz kleine Fläche. Die Fläche ist mit Wasser texturiert. Dann geht es da runter auf die Ebene, wo man drauf läuft. Diese Kante nach unten hat aber dann keine Textur. Dann ist der Steg, auf dem man hier laufen kann, also praktisch die Fläche, auf der man laufen kann, unten, die hat aber auch keine Textur. Sprich also, alles, was hier eine Textur hat, ist diese kleine Fläche, die so hoch ist wie das gesamte Wasser. Auf der Seite genauso. Und jetzt folgendes: Wenn die Engine, also damals die Vanilla Engine, gerendert hat, dann hat sie immer geguckt, okay, hier ist eine Textur, und hat so weit gerendert, bis die nächste Textur kam. Dadurch, dass aber diese Fläche, die da unten geht, und dann die Fläche, auf der ich gerade stehe, keine Textur hat, hat sie nicht dort eine Textur gerendert, sondern hat die Textur, die hier war, weiter gerendert. Obwohl hier gar keine Fläche mehr ist. Und ja. Das hat halt praktisch dazu geführt, dass die Engine etwas gerendert hat, was sie eigentlich hätten gar nicht rendern dürfen. Weil an der Stelle eigentlich nichts ist. Und damit kann man praktisch einen Layer über etwas anderes drüber ziehen. Und praktisch damit halt diese Tiefenillusion schaffen, wie halt hier mit dem Wasser.
Ich meine, jetzt hier ist es jetzt natürlich nicht so, weil das ist ja eine moderne Engine, heißt also diese GTA Engine. Die kennen natürlich dieses Verhalten und dadurch, dass das ein bekanntes Stilmittel ist, nutzen die das halt direkt, halt also sie erkennen dieses Konstrukt und rendern das halt extra nochmal so, dass man dann halt wirklich gleich direkt das hat, ohne welche Render-Artefakte, wobei, ja. Aber wie gesagt, bei der Vanilla Doom Engine wäre sowas eigentlich nicht möglich gewesen. Mittels dieses Tricks ist aber doch möglich. So, genug gelabert. Weiter Text. Aha, das trifft ihr nicht. Arschloch, gut. Da geht's rein, oder? Karte. Normalerweise kriege ich aber die rote Karte. Okay, sowas lieber nicht mehr machen mit meiner Mondstimme. Ich bin gefickt. Wo denn? Ach da. Hey, wo kommst du denn jetzt her? Ich habe ihn doch schon aufgeräumt. Oh Gott. Bin ich etwa unvorsichtig geworden hier? Ich könnte mal wieder speichern hier noch. Okay, das ist ein Schalter. Ah, okay, und die andere Seite läuft dann hinten auch auf die andere Seite rauf. Lackstoff. Gut, tatsächlich muss ich über den Schalter hier drücken. Hä? Da. Mal gucken, was ich damit jetzt geöffnet hat. Ah! Hä? Okay. Boah, das Level gefällt mir. Renn doch mal weg hier, Junge. Was ist denn hier los? Ja, trab an, Mädel. Trab an. Wuhu. Wow, das war knapp. I shoot you in the ass. Was wieder? Boah. Ich hasse dich und deine gesamte Brut hier. Nein. Dicker, was? Boah. Hä? Das war so dumm. Boah, Alter. Nee, Mann. Das war ja gerade richtig eklig, Alter. Das war peinlich. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen ordentlicher vor. Nicht einfach so hart drauf.
versteckt er sich einfach dahinter, halt, der glaubt das nicht. Geh mal kacken, Junge, Alter. Du kleiner, verfickter Arsch. So, wo seid ihr jetzt? Hallo, hallo. Na komm, einer fehlt noch. Oder? Einer müsste noch fehlen. Komm ich nicht. Hallo? Ja. Okay, komm. Okay, sieht wirklich aus. Schiff und Munition hier. Gefällt mir. Wow, Wandmalerei. Da Graffiti! Boah! Junge! Beruhig dich mal! Alter! Man kann über alles reden! Hallo? Also ich hätte gerne die rote. Wie wär's mit Blaubeerkuchen? Hä? Der lässt sich mit sich reden, da muss ich ihn leider umbringen. Ja? Ich hab's versucht, ich wollte reden, aber er ließ mich nicht. Das war ein Unfall. Okay, komm. Da ist der nächste. Mann, die mit ihrem scheiß Himbeerkuchen. Was ist denn hier los? Na, Trappan. Hallo, Mädel. Hihi. Yay. Na, 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 na. La, 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 la. Wee. Ah. America. Okay. Ach komm. Das war doch klar. Das war doch klar. Nee. Ist ja nicht so, als wenn es nicht du wäre. Ihr Deppen. Ja, ja. Oh nee, nicht schon wieder. Oh, wie heißt die denn? Kacko Demon. Die finde ich so kacke, die Demon. Die kommen. Die kommen, um zu vergewaltigen. Boah, Alter. Gleich so viele hier. Hallo? Okay. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Boah, Alter, meine Hand. Für Klavierspieler. Okay, gut, jetzt aussehen. Da ist der nächste. Der was auf die Fresse will. Komm, schieß! Geht doch. Ein scheiß Spektro noch hier. Was? What the fuck? Ja, schieß. Da. Ja, perfekt. Ach, warum schieß? Hat er? Ja, hat er. Haha, noobs. Oh. Okay. Okay. Verstehe. Alter, bei solchen Dingen habe ich immer Angst. Da kommt gleich garantiert wieder überall Gegner raus. Na komm, hier damit. Klappe! Kriegst du ja Albträume. Rot? Aber doch klar. Das war doch klar, dass das hier nur eine Demo-Version ist. Gibt's noch eine Tür oder so?
Aha. Aber kein. Doch, da hätte ich. Ah, war doch klar. Kann ich nicht. Okay, doch, ich kann so rüberlaufen. Sehr schön. Speichern. Der heilige Gral, my friend. Na komm her! Du Missgeburt, ich der Missgeburt. Huhu! Hallo! Hi! Arschloch! Das ist ein Bodenheile, der ist älter als seine Mutter. Der steht schon unter Denkmalschutz. Kommen die jetzt oder kommen die nicht? Ne, die kommen nicht. Muss ich ja zu denen laufen. Stirb halt! Hä, wo ist denn der hinten da? Hä? Moment mal. War das denn ein Kopf oder was? Nee. Ja doch, das war der Kopf. Also hier ist ein Kopf mit dabei, aber ich schätze mal nicht, dass der Kopf ist, der hier fehlt. Ach, da ist ja ein Kopf drauf. Wow. Ich dachte, dass das hier der Hals war und da oben fehlt noch ein Kopf. Na gut, okay. Ja, ja. So schnell kann es passieren. Oh, wir haben mittlerweile schon mehr als die Hälfte der Gegner weg. Sehr schön. Oh. Okay. Geh mal weg hier. Boah. Wo kommt der denn jetzt her? Hallo Mädel. Kommt er? Ja, komm. Er kommt. Ha, viel gut. Aber no joke, wo kommen wir jetzt her? Ach, jetzt was geöffnet. Ja, war doch klar. Oh. Oh, okay, okay. I appreciate that, but hallo? Oh. Oh Gott, Alter, das ist hier sowas von Fallen bestückt. Das Ding da erinnert mich gerade irgendwie an das eine Level, wo die ganze Zeit Feuerbälle rauskommen. Muss ich das machen? Ja, hallo? Okay, fliege ich wieder auf. Sehr schön. Wie konnte ich den nicht treffen, Alter? Ernsthaft. Wo bin ich jetzt hier? Hä? Ach, leck mich doch. Gut, nee, das ist ja mal Bullshit. Alter. Hätte ich immer Sachen hochziehen müssen. I verstehe das nicht. Gut. Dann bleibe ich nämlich gleich mal mit der hier. No problemo. Ha! Oh Gott. Oh Mann, so viel Munition, wenn das doch keine Falle ist.
Dinge, die haben sogar schon LED-Lichter gehabt damals. Also so Türen sind schon mal keine. Haha, ihr Noobs, ihr wart zu langsam. Lol, Alter, das war gerade echt Glückstreffer. Wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht. Na nett. Kommt mal alle her. Ihr seid alle dumm. Ich werde euch alle ficken. Ihr fickt. Wow. Ja, das war dumm. Man sollte immer schön weit weg sein, damit man ausweichen kann. Boah, Alter, erstmal hier. Intensive Augenreinigung. Boah, Alter, kommt jetzt mal hier oder was? Mädels, ich habe den ganzen Tag Zeit. Schalter gewesen? Oh, ne, jetzt ist der Schalter. Ah! Danke. Wisst ihr was hier kommt, danke. Hä? Wo zur Hölle bin ich? Ach, bin wieder drinnen. Hä? Ah! Lol, da ist er hier. Boah! Da kriegst du ja aber auch hier, ne? Kriegst du ja teilweise hier, wenn du hier rumteleportiert wirst. Also ist ja schon schlimm, wenn sich die Monster immer rumteleportieren. Aber wenn man selber immer auch noch rumteleportiert wird, ist ja gleich hier hässlich hoch 30. Ach so, okay, wow. Okay. Ach so. Ja. Okay. Ach so, für die, die sich wundern, die Türen gehen natürlich nicht nach hinten auf, sondern die Wand, die hier gerade war, die ist runtergegangen. Und die hinten, die waren entweder schon da oder sind in dem Moment hochgegangen. Und damit hat sich, was halt extrem schnell passiert ist, gab es halt die Illusion, dass die Türen sich nicht weggegangen sind und dann wieder hingegangen sind, sondern dass sie sich bewegt haben. Weil auch bewegende Türen gibt es bei Doom nicht. Das heißt also, Doom Eternal... Ah! Doom Eternal nutzt extrem viele geile Stilmittel. Was geil ist. Oh, und hier sieht man auch wieder eine Limitierung. Weil Kanten, die so orientiert, also die so orientiert sind, sind halt in diesem Editor relativ schwer hinzubekommen. Und deswegen sind die halt glatt, weil die halt an die Y-Kanten ausgerichtet ist, weil man die da besser platzieren kann, weil ist ja egal. Wie man eine Doom-Map erstellt von den Grids her, müsst ihr mittlerweile wissen. Habe ich das ein paar Videos so gemacht. Was? Ach du Scheiße, ihr wollt mich verarschen. Wenn man hier was, hier wenn man was in Ruhe erklärt, dann wird hier direkt gefickt. Hä? Alter, was war das denn gerade? War da noch so eine transparente Wand, die ich nicht durchschießen kann oder was? Digga, ich hab doch direkt drauf gezielt quasi. Okay. Hello, Motherfucker. Oh, du Kacke.
Gibt's hier irgendwas? Gibt's ein Secret? Ja, da gibt's ein Secret. Wie einfach mit hoch teleportiert zu dieser Hurensohn. Ich hab grad mal ein einziges Secret gefunden. Das ist echt traurig. Was? Ach Junge! Kämpft doch nicht gegen so ein Ding, das schaffst du doch eh nicht. Danke dafür. Jetzt bist du tot, du Witzgeburt. Witzgeburt? Hä? Dumme Person. Oh! Ist das eine Anlehnung an Strife? Nee, war das Strife? Nee, nicht Strife. Heretic. Heretic. Weil bei Heretic gab es dieses Symbol nämlich hier. Oder zumindest eins, das ähnlich aussieht. Außerdem ging es da auch um Ritter und so. Ne? Also, oh mein Gott. Hallo. Nee, Quatsch, nicht Heretic. Hexen. Jetzt bin ich gerade Bellele. Heretic oder Hexen? Hexen. Doch Hexen war das. Doch klar, das war Hexen, nicht Heretic. Gott. Oh oh. Oh nö. Boah, was ist hier los? Voila, voila, nicht gut. Oh, Scheiße. Na komm. Ist da noch einer von diesen Dingern oder was? Von diesen Pen-Elemente. Ne, ist so gut nicht. Sehr schön. Ah, trapp halt an. Wow, voll reingelaufen. Och Mann, was war denn hier für eine Scheiße? Ich hab nicht gespeichert. Ach, leck mich doch. Ist aber auch ganz geil, dass ich nicht gespeichert habe. Dann kann ich nämlich mir das Ding da hinten aufheben, für wenn ich da durch bin. Boah. Nee, komm. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen Munition brauchen. Das heißt, ich werde mir meine Munition, die rumliegt, schon aufheben. Danke für die Hilfe. Hallo? Weg damit. Weg, Junge. Alter, der ist der Mittelteil, der Schuss war. Ah, du Kacke.
Halt, nein, falsch. Okay, jetzt die Frage ist. Nein, das da. Danke. So. Die Frage ist, was musst du überhaupt machen? Ich bleib erstmal hier, speichere mal ganz kurz ab und guck mal, was du überhaupt machen musst. Achso, hier hochlaufen. Hilfe, ich bin gefangen! Okay, das heißt also, wir müssen doch erstmal die Menschen erledigen. Das widerstrebt mir aber extremst. Boah, Alter. Das sind Raketen. Die kosten noch teuer Geld. Einer ist noch da? Ja. Okay. Meine ganzen guten Raketen alle weg. Manno. Okay. Gelbe Karte. Hä? Ach, da unten? Gott. Klang grad so, wie als wenn die Opa sein könnte. So wegen Symmetrie und so. So Powerbase, da ist er schaltet. Auf der anderen Seite wird wieder die Tür gewesen. Ne? Ach, da. Wow. Oh Gott, die Tüte bekommt man noch voraus nicht mehr auf. Dann bleibe ich hier, speichere ich hier erstmal und dann gucken wir mal. Ach du Kacke. Gut, gucken wir mal, was bei der anderen Seite ist. Gar nichts? Okay. Okay. Verstehe. Bin ich einverstanden mit. Oh Gott. Oh mein Gott. Das wäre so ein perfekter Raum, einfach mal so Cyber, die man auftauchen könnte. Ach, ich hätte mich auch hinter verstecken können. Ja, vielleicht sollte man sich erst umgucken und dann rumballern. Hä? Hallo? Ah. Boah, was ist hier los? Du alte Ernsthaft. Ah, du Kacke. Geht auf! Meine Güte! Oh, fuck off! Shit! I'm... Nope! I am... I hate you all! You are fucking all! All inclusive! Gott, dass sie wieder die Kacke machen. Oh. Uff da, uff da, uff da. Boah, Alter. Haha, ihr Noobs. So. Easy, easy, easy.
Ich will mein Geld. Danke. Naja, danke. Mehr nicht? Ist ja lame. Okay. So, jetzt haben wir die gelbe Karte. Das ist sehr schön. Hier ist raus. Jawohl. Ah. Gut, haben wir doch wieder fast die... Oh, wir haben wieder alle Raketen drin. Nicey, dicey. Das gefällt mir. So, wir haben hier noch hoffenweise schöne... Schrotflintenmunition? Shells? Gibt's für Shells auch ein deutsches Wort, was kurz und bündig ist? Arschloch. Okay, hier sind jetzt verdammt viele Raketen drin. Daher gehe ich davon aus, dass es lustig wird. Willi Nigger? Willi Nigger? Hallo? Danke. Er hat noch so viel Leben übrig, das deprimiert mich. Wow. Lol, was geht ab? Let's walk. Oh, hier war ja auch noch, leck mich. Ich meine, so eine weiße Kugel wäre mir lieber, aber wäre mir noch eine weiße Kugel irgendwo rumliegen. Von daher, erstmal gucken, was da kommt. Oh, ist ja wirklich schon das Ende. Gut, okay, dann folgendes. Jetzt geht's ab. Wow. Jawohl, teleportier mich doch nicht hier die ganze Zeit rum, hier, du. Dreimal durchgefickter Ficker. Nein, da. Hallo, Motherfucker. Perfekt. So kann man sich leben lassen. Alle Waffen aufgeladen. Ja. Perfekt. Oh, doch nicht. Nein, das heißt, wir haben hiervon was verschwendet. Gibt es hier noch irgendwo scharfe Munitionen? Nee, ne? Das ist deprimierend. Von der scharfen Munition geben. Hallo? Aber hallo? Geht doch. So. Okay. Alles andere ist schon aufgeladen. Perfekt. Gut, natürlich klar. Hiervon haben wir noch kein nichts gehabt. Geil. Dann würde ich mal sorgen. Ja.
Ich könnte noch die ganze Health und Rüstungsboni aufsammeln, diese ganzen kleinen Dinger, aber ganz ehrlich, nope. You have entered deeply into the infested starport, but something is wrong. The monsters have brought their own reality with them, and they starport's technology is being subverted. Ich kann kein Englisch. Ich hatte Kopf, das hält nicht auf, aber. Für sowas wäre es echt geil, wenn jetzt diese Unverwundbarkeit mit dem dicken Level genommen worden wäre. Das. Was sind das für Wichser? Was sind das? Warum fängt ich hasse Level, die so anfangen? Und das ist genau der Grund, weswegen man normale Map Packs halt nicht im Ultra Realism Tactical Mode spielen würde. Weil du wärst halt einfach instant tot. Das geht nicht. Das geht doch nicht. Na gut, in dem Sinne, würde ich mal sagen, Charmed V.